Tja, wenn ich 3 Tage zu Hause verbringe, kriege ich immer die Hummel. Da muss ich dann meistens wieder irgendwo raus. Ja, und da habe ich mich heute früh ins Auto gesetzt. Ja, heute früh. Heute früh, wie man es nimmt, um 12 bin ich losgefahren. Also früh morgens um 12. Und bin jetzt unterwegs. Das ist in der Nähe von Prag, die Knochenkirche in Putnaer Horhausen. In der Kirche sind 40.000 menschliche Skelette verarbeitet worden. In der Kirche sind 40.000 menschliche Skelette verarbeitet worden. Also 1278 hat der König Ottokar von, welchen kann ich jetzt lesen? Ich blende ein. Jedenfalls König Ottokar hat den Mönch aus Sedlec oder vom Kloster Sedlec nach Jerusalem mit der Botschaft geschickt. Und der Mönch hat nichts mehr zu tun, als eine Tüte Erde mitzubringen vom Kalvarienberg und hat die dann zu Hause über den Klosterfriedhof da verteilt. Dadurch wurde der Klosterfriedhof zum heiligen Boden erklärt. Jedenfalls dadurch, dass er die Erde auf dem Friedhof verteilt hat, und der Friedhof, der teilig war, nach rechts abbiegen, wollten sich aus ganz Europa, also nicht bloß aus den umliegenden Böhmen, sondern von überall her, aus Bayern, aus Sachsen, bis aus den Niederlanden haben die Leute sich hier beerdigen lassen damals. Wahnsinn, wie sich das so weit rumsprechen kann, ohne dass jemand Internet oder Handy hat. 1870 hat irgendeine Fürstenfamilie die Kirche gekauft und einen Holzschnitzer beauftragt, die Innenausstattung dazu bauen zu schnitzen. Aber nie etwa aus Holz, sondern die hatten ja genug Knochen im Keller und die lassen sich ja eigentlich auch recht gut schnitzen. An einem kleinen Anglersee habe ich hier einen Stellplatz gefunden. Die Geistliche leider nicht versteckt. Die Straße ist einigermaßen stark befahren jetzt noch um die Zeit. Aber jetzt ist ja auch gerade Feierabendverkehr. Ich denke mal, das soll mindestens laut Park for Night ist das dann abends ein bisschen ruhiger hier. Ja, ich habe jetzt hier einen schönen Parkplatz gefunden. Nicht direkt dort, wo ich wollte. Den einen habe ich nicht gefunden. Da war zumindest eine Schranke davor. Da wollte ich dann nie einfahren. Und der andere war nicht geil.
jetzt bin ich schon mal eine kleine Runde in der Gegend rumgefahren und bin jetzt in Papenitze gelandet und habe hier an einem Angelteich einen schönen Platz gefunden. Das ist wahrscheinlich auf dem tschechischen Anglerverband oder sowas. Steht eine Telefonnummer und was weiß ich, da kannst du dann wahrscheinlich auch anrufen, wenn du angeln willst. Ja, wie gesagt, 1278 hat der König Ottokar von Böhm den Abt vom Zisterzienser Kloster Sedlec nach Jerusalem geschickt. Und auf der Rückreise hat er eine Handvoll Erde mitgebracht vom Kalvarienberg und hat die über den Klosterfriedhof verteilt, der dadurch zu heiligen Boden erklärt wurde. Ja, nun wollten sich natürlich alle dort beerdigen lassen. Bis nach Holland hat sich das rumgesprochen. Von überall her sind die gekommen. Und dann haben sie im 15. Jahrhundert wurde im Zentrum des Friedhofs ein zweigeschossiges Kirchengebäude im gotischen Stil errichtet. Die haben während den Bauarbeiten die Überreste der Toten exhumiert und im Untergeschoss des Kirchengebäudes eingelagert, das seither als Beinhaus genutzt wurde. Der Friedhof sollte allgemein auch verkleinert werden und deswegen haben sie dort auch, nachdem die Kirche fertig war, weiter alle möglichen Leute ausgegraben. Dieser Auftrag soll laut Überlieferung ab etwa 1511 von einem halbblinden Zisterziensermönch ausgeführt worden sein, der die Gebeine systematisch im Ossarium niederlegte. Insgesamt wurden die Überreste von 40.000 Menschen zusammengetragen. Dann haben sie 1703 bis 1710 den Eingangsbereich von der Kirche und einen Teil des Obergeschosses im böhmischen Spätbarockstil umgebaut. Die Fürstenfamilie Schwarzenberg ist aufmerksam geworden auf die Kirche und hat es im 19. Jahrhundert gekauft. 1870 beauftragte sie den Holzschnitzer František Rindt aus Galitz mit der Innenausstattung auf eher ungewöhnliche Art und Weise. Nicht Holz diente Rindt als Baumaterial, sondern die im Beinhaus eingelagerten Knochen. Die wichtigste Entdeckung waren Massengräber aus Zeiten der Hungersnot 1318 und der Pestepidemie im Jahr 1348. Es waren vor allem Bergleute, da mehr Männer als Frauen dort liegen. Das Verhältnis von Kindern zu Erwachsenen ist in etwa 50 zu 50, was relativ typisch ist für jene Zeit. Dass jedoch hier bis zu 30% mehr Männer bestattet sind, zeigt, dass immer neue Bergarbeiter in die Stadt gekommen sind, um ihrer sehr gefährlichen Arbeit nachzugehen. Ansonsten lebte hier eine sehr gewöhnliche mittelalterliche Gemeinschaft, wenn man die Knochenbrüche und die Krankheiten betrachtet. Meist hatten die Menschen gebrochene Gliedmaßen, die nur sehr schlecht zusammengewachsen sind. Nicht zuletzt konnten wir bei vielen Toten Tuberkulose und Meningitis nachweisen. Die Kathedrale Maria Himmelfahrt ist da.
Eine Klosterkirche der ehemaligen ältesten Zisterzienserabtei in Böhmen, gegründet 1142. Die Kathedrale wurde zwischen 1290 und 1320 erbaut. Im Jahr 1421 wurden das örtliche Zisterzienserkloster und die Kirche durch schottische Truppen geplündert und gebrandschatzt und blieb für 279 Jahre in Trümmern liegen. Zu Beginn des 17. und 18. Jahrhunderts wurde die Kathedrale von den Zisterziensern im barockgotischen Stil des brillanten Architekten Jan Plasse Giantini Eichel renoviert, verwendete zum ersten Mal in der Kathedrale weltweit einzigartige Bauelemente. Ein freitragendes Gewölbe namens Böhmische Kappe und eine freitragende Wendeltreppe. Die Blütezeit dauerte jedoch nicht lange. Weniger als 80 Jahre nach dem Wiederaufbau, während der Regierungszeit von Kaiser Joseph II., 1784 wurde das Detlef-Kloster aufgehoben und sein Eigentum versteigert. Die Kirche wurde als Mehlspeicher benutzt und 1812 eine Tabakfabrik eingerichtet. Ach, da ist jetzt wohl das Museum ist. Und der Shop für die E-Zigaretten. Die Kathedrale wurde im Jahr 1806 wieder der kirchlichen Nutzung zugeführt. Die römisch-katholische Friedhofskirche Allerheiligen mit Beinhaus gehört zusammen mit der Kathedrale Maria Himmelfahrt und St. Johannes der Täufer zur ehemaligen Zisterzienserabtei in der Stadt, die bereits im Jahr 1142 gegründet wurde. Die Allerheiligenkirche wurde Ende des 14. Jahrhunderts erbaut. Dabei handelt es sich um einen gotischen Kanon. Ein zweistöckiges Gebäude mit einer Kapelle im oberen Teil und einem Beinhaus im Erdgeschoss. Der Legende nach wurde auf dem Friedhof von Gedleck 1278 Erde verteilt, die der Abt Heidenreich aus Jerusalem mitgebracht hatte. Der Friedhof entwickelte sich daraufhin zu einem heiligen Feld und dadurch zu einem begehrten Bestattungsort in Mitteleuropa. Der Friedhof in Gedleck wurde nach 1318 infolge Hungersnot und Pestepidemien erheblich erweitert. Nach damaligen Quellenangaben waren über 30.000 Verstorbene auf dem Friedhof in Gedleck beigesetzt worden. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurden während der Hussitenkriege weitere 10.000 Menschen auf den Friedhof beigesetzt. Ja, das haben sie dort auch ausgestellt, das war ganz interessant.
Da haben sie diverse Schädel mit Einkerbungen bzw. Verletzungen vom Krieg dort ausgestellt. Bei ihm, der hat wahrscheinlich mal so ein Schwert über den Kopf gekriegt oder eine Axt. Da fehlt die ganze linke Schädelknochenhälfte. Dann hat es noch verschiedene kleinere Löcher, wahrscheinlich von Pfeil oder eine Einkerbung von dem Schwert. Konnte leider nie filmen, aber ich gucke mal, ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar Bilder im Internet finden zu dem Thema und mit reinmachen können. Am Ende des 15. Jahrhunderts nahm die Fläche des Friedhofs allmählich wieder ab. In der unteren Kapelle der Kirche wurden ausgegrabene Skelettreste von etwa 60.000 Toten deponiert. Die Überreste der Toten wurden in der unteren Kapelle bereits im 16. Jahrhundert dekorativ niedergelegt. Der Legende nach wurden die Überreste im Jahr 1511 von einem halbblinden Zisterziensermönch zu sechs großen Pyramiden gestapelt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde das gesamte Gelände von Sedlec rekonstruiert. Mit dem Wiederaufbau wurde J.B. Santini Eichel beauftragt, der im Stil seines spezifischen architektonischen Ausdrucks, sogenannte Barockgotik, das Äußere und das Innere umbaute. Santini gilt auch als Träger der Idee und Autor des Grundkonzepts der vorliegenden Skelettdekoration im Sinne der barocken Frömmigkeit und der Prinzipien der Barockästhetik. Zum Beispiel geschnittene Kronen über den Pyramiden aus Knochen. Die josephinischen Reformen führten im 18. Jahrhundert zur Aufhebung der Zisterzienserabtei und die Kirche ging in den Besitz der Familie Schwarzenberg über. Ja, zwischendurch hat es die Kamera abgeschaltet. Ich bringe das jetzt mal zu Ende. Die josephinischen Reformen führten im 18. Jahrhundert zur Aufhebung der Zisterzienserabtei und die Kirche ging in den Besitz der Familie Schwarzenberg über. Die im Jahre 1870 den ursprünglichen barocken Skelettschmuck von J.B. Santini Eichel von dem Holzschnitzer František Rindt reparieren und vervollständigen ließ. Er desinfizierte die Knochen mit Chlorkalk und gestaltete auch andere Skelettobjekte. Den Kronleuchter in der Mitte der Kapelle und das Wappen der Familie Schwarzenberg. Die Botschaft, die uns hilft, die Symbolik des Beinhausraums und seine Dekoration zu verstehen, bleibt gültig. Es ist daher keine Feier oder Souveränität des Todes, sondern eine Weiterentwicklung der christlichen Idee der Gleichstellung der Menschen vor dem Throne Gottes. Seit 2014 wurde das Denkmal einer umfassenden Rekonstruktion unterzogen, die nur von seinem Betreiber, der römisch-katholischen Gemeinde Kutná-Hora, Sedlec, finanziert wird. Mit dem Kauf der Eintrittskarten unterstützen sie das Erneuerungsprojekt dieses einzigartigen Denkmals. Ja, abends kannst du hier noch eine Nachtführung buchen. Da sind die beiden Kirchen nur von Kerzenlicht beleuchtet. Aber das musste ich nie unbedingt haben. Deswegen stehe ich jetzt hier schön an der Elbe und mache noch eine Übernachtung hier. Geh mal, Billa, Billa, Billa! Ja, war bei Billa gewesen. Gibt's nicht bloß in Österreich, gibt's hier auch. Und meine Ausbeute, paar Hörnchen zum Frühstück für morgen, ein paar Waffeln,
Ich muss ja lecker bei Tschechen die kleinen Waffeln zu kaufen. Villa, Villa, Villa! Ja, hier bleibe ich die Nacht. Schönen Platz an der Elbe gefunden, kurz vor Melnik. Kaum ist das Auto zugemacht, wurde ja schon eine Mücke an meinem Ohr vorbei. Was ist denn das für die Mücken da draußen? Das ist ganz schön frisch, Mensch. Stellen der Scheiß. In dem Video vom Kapellenberg will ich noch ein bisschen arbeiten. Aber jetzt müssen wir erstmal noch gucken, was es für Cash gibt bei Melnik. Ich hatte vorhin schon mal im Telefon geguckt, es gibt einen genau auf der Spitze, wo die Elbe und die Moldau sich vereinen. Aber das ist ein bisschen blöd, da muss ich 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurücklaufen, das ist mit meinen Beinen nicht ganz zu machen. Da will ich mich ja bewegen, aber das ist einfach zu weit. Blöde Mücke! Ja, hier gibt es einen Multicash. Aber so viel Zeit wollte ich nie investieren. Und das kommt eh bloß auf Tschechisch, da müsste ich euch das lieber gut übersetzen. Ist ja bloß ein Klick. Ich muss ja nochmal schnell reingucken. Die Elbe verkürzt. Die meisten. Ja, wie gesagt, hier gibt es den alten Elbarm. Da hatte ich zuerst geguckt, da gab es auch einen Platz, wo ich schlafen konnte. Der hat mir aber nicht richtig gefallen und deswegen bin ich jetzt hier unten. Die tragischen Ereignisse des 1. Dezember 1915 errichtet. Nie erwischt. Das war ganz schön ein fetter Brummer. Wo ist denn das Vieh hin, ey? Die will mich doch nicht in die Nacht Vieh jagen. Mist. Mistvieh. Der Jan Bukowski aus Kostelec-Nad-Labem besuchte seine schöne 17-jährige Anna Lisbowa in Tisice. Also 1911 war das. Er überbrachte ihr die traurige Nachricht, dass er in den Krieg eintreten musste. Sie gingen zusammen in den Wäldern von Nakope spazieren, bevor sie sich lange verabschiedeten. Am nächsten Tag fanden die Leute sie beide in den Bäumen hin. Trotz aller Recherchen und Bemühungen war es nicht möglich, alle Umstände und Gründe für dieses tragische Ereignis herauszufinden. Da sie musste in den Ersten Weltkrieg und da haben sie sich später erhangen. Die Geschichte bleibt dennoch mit gewissen Unklarheiten behaftet,
die leider wahrscheinlich nicht durch die seit der Tragödie verstrichene Zeit geklärt wurde. Basierend auf den Informationen von Frau Marie Svobodova, geborene Bukowska aus Sisice, deren Onkel Jan Bukowski aus der oben beschriebenen Geschichte war, muss die Geschichte leicht modifiziert werden. Leider ist das traurige Ende wahr. Die Geschichte soll sich wie folgt abgespielt haben. Der junge Soldat zog gleich nach Beginn des Krieges in den Krieg, nahm an einer der Schlachten teil und wurde verwundet. Nach seiner Genesung wurde er für eine Woche krankgeschrieben. Unmittelbar nach seiner Ankunft im Haus erklärte er, dass er nicht in diese Hölle zurückkehren würde. In den umliegenden Wäldern und die Militärpolizei begann bald, nach ihm zu suchen. Er erkannte, dass er ihn wie einen Ausreiter erschießen würde, wenn er ihn erwischte. Er löste die aussichtslose Situation wie oben beschrieben. Die Einheimischen dachten, er habe zuerst seine Geliebte und dann sich selbst aufgehangen. Bei der ersten Suche nach den Toten fand der Polizeiarzt jedoch heraus, das Kreuz bei der ersten Suche nach dem Übersetzungsfehler. Moin Leute! Geilen Blick heraus habe ich wieder heute. Das liebe ich. Irgendwie liebe ich das, irgendwo hier draußen aufzuwachen mit so einem Blick. Ja, meine Kamera hat sich natürlich wieder aufgehangen, deswegen filme ich das Ding nochmal im Vorbeifahren. Hier in dem kleinen tschechischen Dörfchen gibt es einen Cache. Meter. Ein Meter. Mhm.
rein, auf den Kopf gelegt. Sieht verdächtig aus. Hübsch. Das ist zu einfach heute. Ding an, hat den Hirschteil Geweih verloren. Ich brauch's eigentlich nie, ich lasse es mal hier liegen. So, jetzt habe ich den nächsten ein ganz schönes Rätsel aufgesetzt. Wie kommt der Hirsch so weit hoch in den Wald? Warte mal, schenk noch ein Stück nach hier, oder? Habe ich den nächsten ein schönes Rätsel aufgesetzt hier. Wie kommt der Hirsch so hoch in den Baum? Und wie hat er das geschafft, sein Geweih abzuwerfen, damit er wieder wegkommt? Gestern hatten wir Knochen ohne Ende, heute ein Geweih. Mal sehen, was morgen kommt. Tja, und ganz zu hoch geklettert. Ich habe gerade auf die Geländewertung geguckt. Die ist bei 1,5. Also eigentlich nicht so hoch, wie hier hochgekommen sind. Ja. Ich habe hier nichts gefunden. Von den Koordinaten hätte es oben an dem Betonklotz da besser gepasst. Aber da lag nichts und dagegen spricht auch die Schwierigkeitswertung von 1,5. Also vom Gelände her ist das mehr oder weniger ein normaler Waldweg und hier ist ein steiler Hügel. Ja, hier unten habe ich auch, der einzige Platz wäre der Baumstumm wahrscheinlich gewesen. Aber da habe ich auch nicht gesehen. So, es sieht so aus, als ob sich jetzt hier ein bisschen Unwetter zusammenbraut und dann heute Abend regnet. Könnt ihr ja gleich noch mal ins Wetter gucken. Deswegen fahre ich jetzt bloß noch mal Melnik rein auf die Terrasse, wo man den Zusammenfluss von Elbe und Moldau sieht. Und dann werde ich wohl langsam mir einen Platz suchen, wo ich übernachten werde. Hier einsetzender Regen in 21 Minuten.
dicke tschechische Bockwurst gibt es heute. Danach gucke ich gerade mein Video nochmal an, ob ich irgendeinen Fehler noch drin habe, den ich wegbügeln will. Es flimmert ein bisschen, gerade die Aufnahmen abends im Auto flimmern ein bisschen. Die sollte ich vielleicht dann doch lieber mit 30 statt mit 60 FPS filmen. Aber das kann ich jetzt im Nachhinein schlecht wieder ausgleichen. Und von daher lasse ich da. Ansonsten ist das Video bis jetzt ja ganz in Ordnung. Das werde ich dann jetzt auch zu Hause hochladen. Da siehst du, ich bin jetzt mitten durch den Wald gegangen. Und mal sehen, vielleicht tue ich dann heute Abend die Bilder von den 3 Tagen jetzt in die Kamera in den Rechner schieben. Aber zuerst gehen wir nochmal los, suchen ein Stück Holz, weil ich stehe ein klein wenig schräg nach rechts. Also jetzt vom Bild her nach rechts liege ich ein bisschen tiefer. Da will ich mir 2 Stückchen Holz suchen, wo ich drauf fahre, da stehe ich dann wieder gerade. Meter nördlich von Lipotenice steht die Kirche St. Katharina. Früher stand sie am Rande des Dorfes Schotzewitze, was ich vorhin schon mal sagte. Das Dorf brannte während der Hussitenkriege komplett nieder und die Flut erledigte den Rest. Die Kirche steht heute noch als stummer Zeuge dieser Zeit. Ursprünglich stand hier eine Holzkirche. 1703 wurde die jetzige vom italienischen Baumeister O. Broccia von Littomarite gebaut. Im Juni 1703 war die Einweihung. Das Gebäude, das sich im Besitz der römisch-katholischen Kirche befindet, ist jetzt langfristig an das Denkmalinstitut in Ustina-Klaben vermietet. Ich habe jetzt erstmal gemütlich Armbrot gegessen und ein bisschen relaxed. Und jetzt laufen wir mal vor an den Waldrand. Die Lipotenice-Kiefer war ein denkwürdiger Baum und wuchs 600 Meter nördlich von Lipotenice, etwa 200 Meter westlich der Kirche der heiligen Katharina von Alexandria. Früher war am Baum ein Schild angebracht, das über das an diesem Orten gelegene Dorf Schotzewitze informierte. Das Dorf wurde jedoch während der Hussitenkriege zerstört und die Überschwemmungen trugen wahrscheinlich zu seinem Untergang bei. Und so diente dieser merkwürdig aussehende Baum als einem Ort Mahnmal für dieses Ereignis. Dann hier ein Foto von dem alten Baum. Ein gewisser Landschaftsarchitekt bemerkte, dass die Kiefer wahrscheinlich wegen ihrer eigenen Strangulation verschwunden sei, weil sie sich beim Wachsen ständig drehte und so den Saftzugang verhinderte. Nicht weit von der Stelle entfernt, an der die alte Kiefer stand, wurde 2006 ein neuer Kiefer gepflanzt, um an das 780-jährige Jubiläum des Dorfes Lipotenice zu feiern. Im Jahr 2008 stand ihr Torso auf dem Gelände einer Kiefer, bis sie während eines Sturms zu Boden stürzte. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe ja vorhin gesagt, da gibt es ja noch einen Multicache. Und hier braucht man ja durch die Dreiecke an den Toren zählen. Das kann ich ja dann morgen machen. Übrigens, dieses Geräusch hier, das ist nur der Regen. Also, ist nicht ernstes. Das wird jedenfalls noch ein schöner, schneller Cash werden morgen. Wenn wir durch die Dreiecke an den Toren zählen. Und ich habe hier nochmal kurz notiert, was jetzt mit der Kirche ist.
Ja, wahrscheinlich habe ich richtig gerechnet. Hier lag so ein Geocoin drin. Das ist bei den Tschechen besonders beliebt. Die machen sich alle so eine Dinger mit ihrem Namen drauf. Ich nehme den in jedenfalls mit. Da laufen noch mehrere von anderen auch. Und den stecke ich bei uns irgendwo rein.